Was geht, meine lieben dreckigen Freunde? Kannst du mal aufhören damit? Kannst du mal aufhören damit, du dreckiger Rabe? Kannst du mal aufhören damit? Ich mache jetzt Sport. Ich kann jetzt rennen. Ja, das kann ich. Obwohl ich heute Morgen nur Fahrrad gefahren bin. Aber egal, meine Beine sind schon trainiert. Ein Tag reicht. Bam. Heute angefangen damit. Ich habe heute angefangen mit dem Vlog. Tag 1 war heute. Tag 2 wird morgen sein. Ich kann euch das mal direkt zeigen. Ich habe sogar heute was gekocht für euch. Hier. Bam. Mit Küche, mit dreckiger Küche. Ja. Der erste Vlog kommt am Samstag und heute kommt ein Test, ein Oldschool-Test. Das müssen wir machen bei dem Auto. Sag nicht, das Auto hat sich zugeschlossen. Boah, ich habe immer so panische Angst davor, dass das Auto zugeht, wenn der Schlüssel drin ist. Jo, wir fangen an. Vor mir seht ihr einen Land Rover in der dreckigen Offroad Drecks Edition mit Allrad. Heftig, einfach Allrad das Ding. Nee, sogar Fünfrad. Guck mal hier. Der hat sogar 5 Rad. Brudi! Wir machen direkt den Bumstest. Ihr wisst gar nicht, wie viel Platz hier ist. Oh Gott, hier ist so viel Platz drin. Oh, falsch. Das geht ja, das geht so. Bam! Wie soll ich jetzt den Hick-Test machen, wenn der Kofferraum voll beladen ist? Nein, die Flasche! Flasche, oh, dreckige Flasche! So, egal, wir machen den trotzdem. Das muss ich machen. Das muss ich einmal in diesem Auto machen. Aber ganz kurz, nur ganz kurz. Warte, oh, wie viel Platz? Oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, wir müssen ein bisschen schnell machen, weil ich habe nur noch 20% Akku ungefähr. Machen wir direkt die Motorhaube auf. Ah, guck mal hier, ein sehr, sehr schmackhaftes Gimmick. Und zwar hat dieser Drecksfender diese Plastikabdeckung oder Plastikteil, was auch immer das ist, wenn man jetzt die Tür zumacht, verhindert das, dass man die Motorhaube aufmacht. Wenn jetzt zum Beispiel jemand auf die Idee kommt, irgendein Dreckiger, die Scheibe einzuschlagen, dann hat er hier nicht mehr die Möglichkeit, die Motorhaube aufzumachen und kann die zum Beispiel die Batterie nicht klauen oder irgendwas anderes oder irgendwas abschneiden oder sonst was. Sehr, sehr nice. Sollte jedes Auto haben. Machen wir kurz die Motorhaube auf. Haben wir das schon gemacht? Müssen ein bisschen schnell machen. Ein bisschen schneller. Akku ist gleich leer. Akku, der dreckige Akku. Yo, das ist der Motor. Ach du heiliger. Oh mein Gott. Was machen die Blätter hier? Was wollt ihr hier? Ihr dreckigen kleinen Blätter. Was wollt ihr? Das ist der Motor. Ein rein Sechszylinder. In irgendeinem Video habe ich gesagt V6. So ein Schmock, Alter. Wie hoch dieses Auto ist. Ich habe noch nie so ein hohes Auto getestet. Das ist einfach Bauchhöhe bei mir. Speckbauchhöhe. Ansonsten, ja, ein normaler Motor. Es geht weiter. Jetzt zeige ich euch mal was Geiles. Ey, dieser Akku wird einfach nicht ausreichen, um dieses Auto ausgiebig zu testen. Ohne Scheiß. Guck mal jetzt hier. So sieht das Auto normal aus. Jetzt zeige ich euch, wie das Auto aussieht, wenn es hochgefahren ist. Bam. Und jetzt fährt's hoch. Da fährt's hoch. Alter. Du dreckiger Drecksfender. Was ein Klotz. Besonders, wenn es hochgefahren ist. Einfach nur zu krank. Oh, Abschleppdienst. Heute nicht. Heute machen wir nur einen geschmeidigen Test. Das sieht so krank aus. Junge. So, das war's eigentlich. Ach so, doch, man kann noch was erzählen. Und zwar, das ist die X-Dynamic Edition. Heißt, alle Akzente, die eigentlich in der Farbe grau sind, wenn mich nicht alles täuscht, sind hier einfach schwarz lackiert. Das heißt, die Defender-Schrift ist schwarz lackiert, das hier ist schwarz lackiert, die Stoßstange ist schwarz lackiert, die Spiegel sind schwarz lackiert, das Dach ist schwarz lackiert, hier das ist schwarz lackiert, alles schwarz lackiert und das ist das, was ich haben wollte, weil so in der normalen Edition gefällt der Defender mir nicht so. Mir gefällt auch, dass man den Auspuff hier sieht. Auch geil. Ist ja auch nicht mehr Normalität in der heutigen Zeit. Viele Autos fahren einfach mit Blende rum. Alles Blender. Ansonsten, ja, schmackhaftes Fahrzeug. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt eine Runde. Boah, wie hoch ist das? Man kann sogar hier so Einstiegsleisten bestellen. Entweder elektrische, die rausfahren, oder feste. Das war aber viel zu teuer. Ich glaube, es kostet 5000 Euro. Und es geht los. Es geht los. Wir steigen ein. Dieses Feeling beim Einsteigen. Und dann fahre ich das Ding mal wieder runter. Geht auch ganz schnell. Der Kompressor rattert hinten. Natürlich kann ich dieses Fahrzeug jetzt hier auf der normalen Straße überhaupt nicht an die Grenzen bringen. Das habe ich nicht mal im Urlaub geschafft, auf der Reise. Boah, Bro, wie man hier ab... Guck mal hier! Hier sind Schlaglöcher des Todes. Nix! Ja, okay, Alter! Ich weiß, wie das ist. Ich bin hier mit Dreckskarren gebrettert. Die sind auseinandergefallen. Das Fahrzeug, Junge, das ist nicht mal hochgefahren gerade. Das packt das so easy. Der will ins Gelände. Man merkt das richtig. Der will einfach ins Gelände gefahren werden. Hier sind übertrieben kranke Schlaglöcher. Pass mal auf.
Nix, 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 Junge, nix. Junge. Welche Schlaglöcher? Ich hab da keine Schlaglöcher gesehen. Doch, gesehen hab ich sie, aber nicht gemerkt. Wunderbar. Was gibt's denn hier noch zu sagen, Alter? Hier gibt's tausend Sachen. Das wird alles gar nicht ausreichen. Ich müsste dieses Video wirklich mal eine Stunde machen. Dann könnte ich euch alles zeigen. Aber das ist jetzt nur so ein dreckiger Schnelltest. Ah ja, Kühlfach. Kühlfach hat das Ding auch mit zwei Stufen. Ich glaube einmal 11 Grad und einmal 4 Grad. Aber das sind jetzt nur irgendwelche Zahlen, die ich mir aus dem Po gezogen habe. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich denke mal schon so, dass es so 10 und 4 Grad sind, vom Gefühl her. Dann Handy-Ladestation, induktives Laden, dann 1 Million USB-Stecker, ohne Witz, überall. Hier USB-Stecker, hier USB-C-Stecker, USB-C-Stecker. Alter, das ist halt einfach nur das Geile bei der Karre. Man fährt auf der Straße komplett im Luxusmodus und im Gelände kann man bababam, rein da, rein ins Gelände. Und wie vorhin schon gesagt, ich habe dieses Auto bei weitem nicht im Grenzbereich bewegt. Dafür bin ich doch viel zu dumm. Was ist denn da los? Was machen die da? Ja, Bruder, der fährt 30. Ich weiß auch nicht, wieso der 30 fährt. Wahrscheinlich, weil der 30 ist, aber trotzdem zu langsam. Man kann ja auch mal 35 fahren. Man muss ja nicht genau 30 fahren. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier feinstes Leder. Das ist wirklich das schmackhafteste Interieur, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Alles ist perfekt verarbeitet. Nirgendwo gibt es eine Macke. Auch das hier gefällt mir sehr, sehr gut mit diesen Schrauben hier drinnen. Panoramadach. Panoramadach hat er auch. Dann hat er hier den schmackhaften Spiegel mit Kamera, kann man aber auch ausmachen. Dann ist es ohne Kamera und natürlich, wenn das Auto voll beladen ist, ist das einfach nur ein nices Ding, richtig schmackhaft. So war das auch auf der Reise, das Auto war voll, ich habe nichts mehr gesehen. Zack, bam, Kamera anmachen und man sieht wieder alles. Hier ist wieder Stau, ich muss mal gucken, was die Kamera sagt, Leute. Die Kamera sagt, oh, nicht mehr viel Akku, wir haben jetzt noch 10% Akku. Ich mache die Kamera mal aus und wir sehen uns wieder auf der Autobahn, wenn ich 200 drücke. Nach vorne kommt gleich und begrenzt. Und wir können mal in den S-Modus rein, obwohl der überhaupt nichts bringt. Ich weiß, man, ich glaube, das ist nur fürs manuelle Schalten. Vielleicht dreht er ein bisschen höher im S-Modus. Haben wir hier schon unbegrenzt? Das habe ich voll verpasst. Nee, haben wir noch nicht. Ja, doch, hier ist schon unbegrenzt. Ja! 150, 160 oder 70, Alter, 180, das fühlt sich an wie 100, es ist so krank, das Auto ist halt gut, wie sagt man, gut gedämpft, man hört nicht so viel von der Außenwelt, mal sehen, ob wir 200 packen, oh fuck, Alter, nein, hier ist 100, was ist denn hier los, nein, alles zerstört, ich wollte noch heute meinen Rekord knacken. Ah, was ich noch machen kann, solange hier 100 ist oder sogar 80, jetzt ist 80, ich kann euch die ganzen Fahrmodi zeigen. Der hat nämlich 7 Stück oder 8 mit Echo. Echo, dann Komfortmodus, dann hat der, Bruder, nein, der geht direkt in den Modus rein. Man kann gar nicht umswitchen, oh krass. Warte mal, scheiße, wieso geht der direkt rein? Komfortmodus, Gras, Schotter, Schlamm, Spurrinnen, Sand, Felsenkriechen und Watten. Also durch Wasser fahren. Das Ding kann auch einfach durch Wasser fahren. Ich zeige euch das mal kurz, wie tief der reingehen kann. Und zwar, das nennt sich Watt. Ah, jetzt zeigt er das nicht an. Ah, okay. Hier steht Weight Sensing unter 10 Kilometer verfügbar. Wenn man hier unter 10 km/h fährt, dann wird hier so eine Anzeige eingeblendet, wie tief man im Wasser ist und wie tief man ins Wasser überhaupt darf. Ich glaube, bei diesem Modell sind es 90 cm, was verdammt viel ist. Ist hier wieder unbegrenzt? Ja, ist es. Los geht's. Babam. Boah, dieser Motor, dieser Sechszylinder, Junge. Der schiebt gut nach vorne. Besonders die ersten 80 km/h, sag ich mal. Da drückt er wirklich nach vorne. Der hat halt sehr, sehr viel Drehmoment. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie viel. Aber der hat sehr viel Drehmoment. Das braucht er auch, um ja, die ganzen Offroad-Strecken meistern zu können. 180. Wir sind wieder bei 180 und es fühlt sich, Alter, das fühlt sich einfach an wie 100 km/h. Komm, mach Platz. Siehst du denn nicht, dass ein Panzer hinter dir ist, Alter, Digga? Junge, was macht der da? Mach Platz! Ey, schaffen wir die 200 nicht? Nee, schafft er nicht. Bruri Hamuri. Ja, doch, schafft er, aber ganz langsam. Wir sind hier bei 192, 193, 194. 195, komm!
Ich sag, mach doch wenigstens die 195 voll. Nee, macht er nicht. 194, ich würde sagen, abgeriegelt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel der verbraucht. Verbrauch liegt bei. Oh, 19 Litern. Aber im Durchschnitt, warte mal. 20 Liter, ja, hier habe ich es. 20 Liter. Ah ja, gut. Höchstgeschwindigkeit 194 km/h ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung für so ein Offroad-Fahrzeug. Man braucht wirklich nicht mehr. Das sage ich euch 100%, Alter. Ich fahre damit nie schneller als 150. Und mit Dachzelt kann man gar nicht so schnell fahren. Also maximal 130 km/h, aber das war's schon. So, fahren wir wieder zurück. Ah, bevor wir zurückfahren, ein kleiner Hubtest. Schöne Hupe, sehr schöne Hupe. Erinnert mich an das Baguette so ein bisschen. Junge, dieser Schub. Das Auto hat, das habe ich ja gar nicht gesagt, Digga, das Auto hat 250 PS. Es gibt noch eine 300 PS Variante, eine 300 PS Diesel Variante. Das ist allerdings derselbe Motor, nur mit Chiptuning. Dann gibt es noch einen Vierzylinder, der Dreck ist. Der hat, glaube ich, auch 200 PS, oder? Und dann gibt es natürlich noch den V8, Brudi. V8 mit über 500 PS braucht kein Schwein. Das verstehe ich nicht. Also Offroad ist das, ich finde das komplett sinnlos. Das ist einfach ein Flex. Einfach Flex. V8 Defender Flex. Wer flexen will, holt sich V8 Defender und dann hat er den größten Flex der Welt, weil das komplett sinnlos ist. Ein Porsche Cayenne, indem wir jetzt ganz geschmeidig abziehen werden. Der wird doch jetzt komplett auf die linke Spur ziehen. Da geht er schon auf die linke Spur. Ja, der Dreckige, das war mir so klar. Immer diese Porsche-Fahrer. Und da kommt ein BMW-Fahrer. Hey, was willst du? Ich wollte eigentlich den Porsche-Fahrer killen. Ich bin doch ein Porsche-Killer. Mit dem Drecksfender. Was machen die da vorne? Seid ihr denn komplett besteuert, Junge? Wie fahrt ihr? Wieso fahrt ihr so dicht? Was ist das überhaupt für ein Auto vor mir? Was ist denn das? Hä? Was ist das für eine Automarke? Mach doch mal ein bisschen langsamer, Bre, da vorne. Ah, jetzt muss er abbremsen. Haha. Ah, jetzt sehe ich's. Ich sehe es immer noch nicht. Was ist das? Ich kann es auch nicht lesen, weil alles grau ist. Die Schrift ist grau, sein Auto ist grau, alles grau. Grau-Mau. Hey! Ah, Genesis. Genesis? Genesis. Alter, das sieht ja aus wie eine verkrüppelte C-Klasse. Was ist denn das? Alter. Was ein Schmutz, was ein Schmutz. Manche Autos sind so hässlich. Ansonsten, ja, das war's, Digga. Das war's hier aus diesem Drecksfender. Verarbeitung, Choc, Güzelle, Lenkrad, hier mit Tiefkühlfach. Nein, das ist kein Tiefkühlfach, das ist einfach nur ein, was ist das hier? Was ist das hier, die Polizei? Hallo, Polizei! Heute nicht, nein! Oh, schmackhafteste Funktion vergessen zu erwähnen. Memory-Funktion bei den Sitzen. Das ist so geil, immer beim Golf. Die Oja hat immer alles verstellt und so bin ich dann gefahren. Sie ist dann so gefahren und ich auch. Und ich musste dann alles manuell verstellen. Hier drückt man nur einen Klopf und Blopf und Tschack und Boom. Und dann ist man wieder in der Position. Geilste Erfindung ever. Ansonsten, ja, das war's echt jetzt, Alter. Das war, nervt nicht. Ich muss jetzt ein paar weitere Dinge erledigen. Ich muss kurz zum Meister mit Brief. Der braucht Hilfe und Hubtest nochmal. Haut rein.